Ach, Herrje, ach nein, ach ja. Ach, lieber Weihnachtsmann. Tja, Was ist denn mit dir los heute? Hallo. Ach, Sieglinde, ich bin überhaupt nicht in Stimmung heute. Warum denn das? Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Was denn? Wollt ihr es wissen, liebe Kinder? Die Kinder wollen es garantiert wissen. Naja, weißt du, morgen ist der allerletzte Tag, Sieglinde. Der allerletzte Tag? Geht dann die Welt unter? Nein, ja, für mich schon als Weihnachtsmann. Ach so? Tja, etwas ganz, ganz Schreckliches wird morgen geschehen. Was denn? Ganz, ganz schlimm, Sieglinde. Ach, Weihnachtsmann, es kann doch gar nicht so schlimm sein, dass du so traurig bist. Doch, und ich werde dir auch sagen, was? Na, was denn? Morgen ist der letzte Tag, in dem ich in Güstrow bin. Dann endet nämlich der Weihnachtsmarkt und ich verabschiede mich erstmal, ja, für 7 Tage von all den netten Kindern in Güstrow. Und stell dir vor, es waren sogar nette Muttis, Vatis, Omas, Opas, Onkels, Tanten, Verwandten. Und der Bürgermeister war auch nett. Ja, und aber, das macht mich schon traurig. Aber nun sag mal, Weihnachtsmann, können wir uns dann gar nicht mehr sehen? Tja, Sieglinde. Und hier treffen? Nein. Bei BBM? Bis zum 24. ja schon noch. Aber ich will dich schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, wie das dann ist, wenn man Abschied nehmen muss. Ach Mensch, tja. Das wird ja dann auch für mich traurig. Ja, und weißt du, da passt vielleicht auch meine Geschichte heute. Manche Kinder, die sitzen sich dann zu Hause hin und sagen dann sehr oft, ach, ich wünschte mir so sehr einen Weihnachtsmann und nach Möglichkeit einen, der immer da ist. Aber das geht ja bekanntlich nicht. Ah, das wird ganz schwierig. Aber ich bin ja jetzt schon gespannt auf diese Geschichte. Und ihr seid's doch bestimmt auch, liebe Kinder. Dann gebt fein Acht. Der Weihnachtsmann hat wieder eine Geschichte mitgebracht. Zu Weihnachten wünsche ich mir einen Weihnachtsmann. Der kleine Ben dachte angestrengt nach. Heute Morgen hatte sein Vater zu ihm gesagt, überleg mal, was du dir zu Weihnachten wünschst. Er wollte etwas ganz Besonderes, etwas, was niemand sonst zu Weihnachten geschenkt bekam. Da kam ihm plötzlich eine Idee. Er sprang so plötzlich auf, dass der Stuhl, auf dem er gesessen hatte, vor Schreck umfiel. Er rannte zu seinen Eltern, ganz aufgeregt. Ich weiß jetzt, was ich mir wünsche, rief er aufgeregt. Zu Weihnachten wünsche ich mir einen lebendigen Weihnachtsmann. Ich hätte dann etwas, was noch nie jemand zu Weihnachten bekommen hat, erklärte Pitt. Außerdem könnte ich mir dann das ganze Jahr über vom Weihnachtsmann etwas wünschen. Sein Vater sah ihn schmunzelnd an. Du weißt doch, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt, sagte er. Man hat ihn nur erfunden, damit das Weihnachtsfest für die Kinder schöner und geheimnisvoller wird. Ben schaute seinen Vater mit großen Augen an. Das stimmt nicht, Vati, sagte er ernst. Es gibt den Weihnachtsmann doch. Gestern Abend, als ich im Bett lag und nicht einschlafen konnte, ist er zu mir gekommen. Zuerst habe ich am Himmel einen Wagen gesehen mit 2 weißen und 2 braunen Pferden davor. Der Wagen ist immer näher gekommen und hat vor meinem Fenster angehalten. Da ist dann der Weihnachtsmann ausgestiegen und zu mir ins Zimmer gekommen. Frag den Weihnachtsmann, falls er dich heute Abend wieder besucht, doch selbst, ob du ihn dir wünschen kannst. Er muss schließlich auch damit einverstanden sein, meinte der Vater. Ben konnte es gar nicht erwarten, an diesem Abend zu Bett zu gehen. Trotz der kalten Winterluft machte er das Fenster weit auf. Er kuschelte sich in sein Bett und wartete. Bald konnte er am Himmel den Wagen mit den
zwei weißen und zwei braunen Pferden sehen. Er kommt, flüsterte Ben glücklich, wie er es versprochen hat. Der Weihnachtsmann kam durchs Fenster und setzte sich neben Bens Bett. Er begann zu erzählen von der langen Reise, die er durch den Himmelsraum gemacht hatte, vorbei an all den Sternen bis hinunter zur Erde. Er erzählte, wie er nachts von Haus zu Haus ging, um die Träume der Kinder zu belauschen, um so ihre Wünsche zu erfahren. Er erzählte auch, wie beschwerlich es für ihn war, jeden Abend diese weite Reise zu machen und dass er auf dem Rückweg oft anhalten musste, damit seine Pferde verschnaufen konnten. Dann aber erzählte er, wie sehr sich die Mühe für ihn lohnte, wenn er am Weihnachtsabend die glücklichen Gesichter der Kinder sah. Ben wusste nun, dass der Weihnachtsmann sehr viel zu tun hatte. Er schämte sich ein bisschen. Er hatte den Weihnachtsmann das ganze Jahr über für sich alleine gewollt. Dabei gab es doch so viele Kinder, für die er auch da sein musste. Er beschloss, diesen Wunsch ganz schnell zu vergessen. Als er später den Weihnachtsmann in seinem Wagen steigen und davonfahren sah und als er den zwei weißen und zwei braunen Pferden nachblickte, da wusste er plötzlich, was er sich wünschte. »Ich möchte reiten lernen, auf einem Pony«, murmelte er, schon halb im Schlaf. »Und wenn ich groß bin, vier Ponys habe und einen Wagen dazu, helfe ich den Weihnachtsmann. Er muss dann nicht mehr so viel arbeiten und seine Pferde können sich auch öfters ausruhen.« Im Traum sah Ben sich und den Weihnachtsmann durch den Himmelsraum fahren, vorbei an den Sternen, am Mond und an der Sonne. Und es war der schönste Traum, den er jemals geträumt hat. Tja, im Traum geht so manches, ne? Da wünschten sich viele Kinder, sie könnten dem Weihnachtsmann helfen. Na klar ist das so. Aber schöne Träume wünschen wir euch jetzt noch einmal. Und deshalb sagen wir, gute Nacht.